Wir machen jetzt noch einen Cashew-Frischkäse. Das ist etwas, was ich als Veganer natürlich, man hat auch manchmal so Gelüste nach einem Käse oder sowas ähnlichem. Und das kann man hervorragend mit fermentierten Gemüse bzw. mit dem Saft von einem Ferment machen. Ich habe jetzt hier schon mal 200 Gramm Cashewkerne, das ist ein Cashewbruch, 2 Stunden in Wasser eingeweicht, dass es schön weich wird. Man kann es auch über Nacht einweichen. Gieße jetzt in meinen Mixer. Ich habe jetzt hier was ganz Spezielles, und zwar ist das eingelegter Knoblauch. Also ich nehme jetzt 2 Esslöffel von diesem Fermentationssaft. Und dann kommt natürlich Knoblauch dazu. Jetzt fülle ich das Ganze noch ungefähr bis zur Hälfte mit Wasser auf. Also je mehr Wasser ich halt nehme, umso flüssiger wird dann dieser Frischkäse. Ja, so sieht es jetzt ganz gut aus. Lassen wir es mal. Können wir immer noch was dazugeben. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Salz dazu. Das ist immer so Gefühl, einfach nur so ein paar Brösel. Und jetzt machen wir das Ganze mixen. Ja, das sieht gut aus. Also es sollte halt sehr relativ fein sein. Je feiner, umso besser. Oh, dann fülle ich das Ganze jetzt in ein Glas und eigentlich ist es dann damit schon fertig. Bei dieser Art von Fermentation brauche ich den Deckel nur auflegen. Ich brauche nicht mit einem Gummiband verschließen. Und dann lege ich einfach nur meinen Glasdeckel auf und stelle das 1 bis 2 Tage auch in meine Küche, lasse es einfach stehen. Und das sind jetzt 200 Gramm Cashew, die ich da genommen habe. Das waren auch 200 Gramm Cashew und man sieht jetzt schon, wie die Gärung eingesetzt hat. Es entstehen Luftbläschen da drin. Das zeigen wir mal. Und die Menge, also das ist natürlich die gleiche Menge, aber es geht halt sehr nach oben. Wenn dann die Säuerung erreicht ist, die man haben möchte, dann einfach in den Kühlschrank stellen. Und ja, ich denke, das hält sich auf jeden Fall ein paar Tage im Kühlschrank. Jetzt habe ich einmal, darum ist das etwas grün, das habe ich mit fermentiertem Bärlauch gemacht. Dann habe ich also im Frühjahr habe ich Bärlauch angesetzt. Also man kann auch solche Blätter wunderbar fermentieren. Wird dann mit Salzlake aufgegossen, gut reingestopft und mit Salzlake aufgegossen. Und da habe ich den Frischkäse, den habe ich am Samstag schon angesetzt. Und darum ist der etwas grün. Den habe ich jetzt eben mit dem Knoblauch gemacht. Wenn man einen neutralen haben will, dann nimmt man einfach einen Sauerkrautsaft oder ja, von mir ist vielleicht auch mit so einem Blumenkohlsaft. Der hat jetzt kaum Eigengeschmack. Und dann kann man hinterher, wenn der fertig fermentiert ist, dieser Cashewkäse, kann man da noch Kräuter dazu tun. Man kann Gemüse reinschneiden, Paprika. Ich habe es schon mit getrockneten Tomaten probiert. Also so wie man halt einen Frischkäse auch zubereitet, Schnittlauch, kann man alles Mögliche dann dazugeben. Und das wird dann, ja, ich finde es einen wunderbaren Brotaufstrich. Und jeder, der ihn bis jetzt probiert hat, war immer ganz begeistert. Ja, liebe Claudia, herzlichen Dank, dass du uns das so ausführlich gezeigt hast. Für mich war das auch Neuland. Ich habe bisher Sauerkraut gemacht, aber dass wir das Gemüse so vielfältig fermentieren können, wusste ich in der Theorie, aber so präzise hat mir das noch niemand erklärt und da danke ich dir ganz herzlich dafür. Ich hoffe, dass euch das auch inspiriert und dass viele von euch das nachmachen, denn Fermentieren ist was ganz Gesundes für die Darmflora und wir können auch Vitamine haltbar machen. Und in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.